So, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit, heute Nummer 519, Sonntag, 22. August. Ich bin hier am berühmten S21, Stuttgart 21, Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg in Stuttgart, am inzwischen sehr bekannten, denkmalgeschützten Bahnhof von Stuttgart des Architekten Paul Bonatz, der jetzt etwa 100 Jahre alt steht unter Denkmalschutz. Und jetzt kommt das Besondere. Man erinnert sich noch an die sogenannten Montagsdemonstrationen der DDR. Hier haben jetzt in der Sommerfrische, in den Ferien, Leute angefangen, den Umbau des Bahnhofs zu sabotieren und nennen das Ganze Montagsdemonstration. Mir ist gerade die Zeitung auf die Erde gefallen. Ich muss hier aufpassen. Eine kleine Unterbrechung. Moment. Also, Frankfurter Allgemeine Zeitung hat hier am 20. August Stuttgart 21 die Bahn und der Nutzen. Und auch schon in den Tagen vorher hier Stuttgart 21 bereitet Sorgen. Und ich möchte mal diesen Bahnhofsstreit hier in Stuttgart als ein kleines Demokratiebeispiel nehmen und gehe da mal hin. Da sind ja eine ganze Menge aktive Leute, die da auch Stände machen und so weiter. Es ist also so, es gibt hier ein Verfahren in Stuttgart. Da ist die Deutsche Bahn AG letztlich der Hauptinitiator, nämlich im Sinne der Umgestaltung und Modernisierung der Deutschen Bahn, wollen die schnelle Stadtverbindungen haben, und da ist Stuttgart ein Sackbahnhof, der aus Sicht der Bahn Umstände macht und viel Zeitverlust von Stuttgart nach Ulm oder von Stuttgart nach München, etwa eine Fahrzeitverlängerung von knapp einer halben Stunde und so weiter. Argumente dafür haben die, sonst würden sie das nicht machen wollen. Es geht um Milliardeninvestitionen. Und Interesse an der Modernisierung ihrer Infrastruktur und ihrer Kommunikation hat natürlich sowohl die Stadt Stuttgart wie auch das Land Baden-Württemberg. Gar keine Frage, und die Bürger und Wähler des Landes. Und deshalb wurde 1994 dieses Verfahren eingeleitet. Da gibt es auch keine Geheimnisse. Das ist rechtlich Schritt für Schritt so gemacht worden in der repräsentativen Demokratie. Es ist in Ausschüsse, es ist fachbegutachtet, es sind Ausschreibungen gemacht worden, alles Mögliche. Jedenfalls jetzt, wo der Teilabriss beginnt, dieses Gebäudes hier, sammeln sich Leute, die das verhindern wollen. Und da gibt es jetzt sozusagen mehrere Linien der Argumente, die den Umbau dieses Bahnhofprojektes Stuttgart Hauptbahnhof verhindern wollen. Diese Verhinderer-Argumente sind also folgende. Das eine ist, das ist auch die Familie des Architekten Paul Bonatz, das Gebäude steht unter Denkmalschutz, wenn man mal sehen kann. Das ist ja hier so eine brachiale Vorbauhaus-Architektur, ein Kasten mit zwei Flügeln und ein Sackbahnhof, also die Eisenbahn kommt von dort und stoppt dann hier, dann, ähnlich wie es in München ist oder traditionell eben in Sackbahnhöfen. Und die Bauschützer, künstlerisch wertvoller, seltener, alleingestellter Bau, darf also nicht abgerissen werden, soll stehen bleiben, Denkmalschutz, so wird gesagt. Das ist das eine Argument. Dann gibt es sozusagen Umweltakteure, die sagen, wieso muss es denn schneller gehen? Geldverschwendung, es werden 200 Bäume im Schlossgarten umgehauen wegen dieses Umbaus und so weiter. Das wollen wir nicht. Und dann ist eine dritte Gruppe, die nun aufgesprungen ist auf dieses Theater. Das ist tatsächlich die Grünen, während also Rezo Schlauch als Kandidat des Oberbürgermeisters das Argument gegen den Bahnhof noch nicht hatte für die Grünen. Ist jetzt sogar Frau Künast hier gewesen und hat gesagt, ja, wenn jetzt 50.000 Demonstranten sind, dann werden nach den Sommerferien doppelt so viele kommen und so. Die Grünen sehen also eine Wahlkampfkampagne, Leute auf der Straße zugunsten der Grünen zur Verhinderung dieses Projektes. Sie haben aber keine rechtlichen Einwände. Gut, dann gibt es noch ein viertes Argument, das auch in unserer Gesellschaft immer mehr diskutiert wird. Das ist einfach Profit, das böse Kapital. Da sind Baufirmen dran, die wollen Geld machen, und deshalb wird hier einfach platt gemacht. Und diese vier Hauptargumente sind also ins Feld gezogen. Und auf der anderen Seite steht also die Bahn AG, die gerne ihren Bahnhof nach eigenem Ermessen modernisieren möchte.
Und die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg und dass die parlamentarischen Mehrheiten, die ja mehrmals wiedergewählt worden sind seit 1994, alle sind dafür gewesen. Und da gibt es auch keine Unregelmäßigkeiten. Nur jetzt möchte ich was dazu sagen. Also ich persönlich, mein Standpunkt ist generell, ich bin immer für das Gute gegen das Böse. Ich bin auch für offene demokratische Prozesse. Ich finde es also umso schlimmer, wenn man aber die Öffentlichkeit sowieso nur noch für gute Projekte schwer erreicht, wenn dann sozusagen Missbrauch getrieben wird. Und ich habe das Gefühl, als wenn hier etwas gemacht wird, was eigentlich die Leute zwar interessiert und anspricht, aber in Wirklichkeit nicht ganz sinnvoll ist. Das heißt, die Modernisierung der Bahn, Anschluss der Eisenbahn in Stuttgart auch an die allgemeine Intercity-Verbindung und so, unter der Voraussetzung, dass alles regelgerecht und ordentlich gemacht wird, finde ich, ist ein vernünftiges Projekt. Und die Frage des Denkmalschutzes nochmal, möchte ich sagen, dieses brachiale Bauwerk liegt mir persönlich nicht am Herzen, aber das ist nicht die Regel des Denkmalschutzes. Wenn das also Denkmal geschützt ist, dann muss man sagen, wenn es allen Leuten so wichtig ist, die Dresdner Frauenkirche hat man auch wieder aufgebaut nach vielen Jahren. Und in der ganzen Welt wurden Spendenvereine gegründet, die dafür Geld gegeben haben. Es ist keine Kunst, ein solches Bauwerk zu zerlegen und an anderer Stelle neu aufzubauen. Und die ganze Welt spendet dafür. Da kann man 5 solcher Bahnhöfe bauen, wenn man das möchte. Das ist ja die Frage. Warum hier nicht unter der Erde gearbeitet wurde und oben das Bauwerk als Camouflage bestehen blieb, weiß ich nicht. Aber alle Ermessen sind jetzt so, dass hier der linke Flügel in den nächsten Tagen abgerissen wird. Und hier hat man also jetzt... zur Information der Menschen, die wissen wollen, was hier geschieht und die dagegen sind, hat man jetzt hier sozusagen so eine Kondolenzliste, Informationsstände. Und der frühere Ministerpräsident Oettinger hat ein Hitlerbärtchen bekommen. Und so auf dem Niveau ist das. Viel Herz. Die Argumente sind aber die gleichen. Wer dafür ist, ist natürlich ganz besonders dafür. Und wer dagegen ist, sagt, die anderen sind Idioten. Also ich sehe jetzt im Moment keine neuen Argumente mehr dazukommen. Hier im Hintergrund kann man sehen, das Bauwerk ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr besonders gepflegt worden. Das ist hier der linke Flügel des Hauptbahnhofs von Stuttgart, S21. Aber es steht eben unter Denkmalschutz. Und hier soll jetzt also jeden Montag Montagsdemonstration sein, der Stuttgarter, und alle Welt soll also hier für das Gute und gegen das Böse antreten. Ich habe hier inzwischen ein paar Leute interviewt, gefragt, wann ist es genau gebaut worden? Ja, ungefähr 100 Jahre, haben die von der Bahn gesagt. Es hat mir keiner genau Auskunft geben können. Das finde ich auch interessant. Ich habe das hier in meinen Zeitungsartikeln natürlich stehen. Aber wer es wissen will, kann sich ja informieren. Es scheint also hier nicht so sehr um die einzelnen Argumente zu gehen, wie um die Möglichkeit hier zu zeigen, dass man dagegen ist oder dass man dafür ist. Also ich bin im Prinzip immer für das Amor Fati von Friedrich Nietzsche, umarme das Schicksal, ich bin dafür. Und danke für den Aufruf hier in Stuttgart, S21, Abriss des Bonatzbaus, Hauptbahnhof von Stuttgart als Sackbahnhof, Umbau zum Durchgangsbahnhof und Anbindung der Intercity-Verbindungen Stuttgart-Ulm-München. Ahoi!